So, nach dem Süßablen-Blog gehen wir jetzt in die Webentwicklung. Unser Herbert Gassner wird uns das neueste WordPress vorstellen. Ja, danke. Es ist immer ein bisschen undankbar, wenn man unmittelbar nach dem Essen vortragen soll. Wer war von Ihnen in der Kantine dieser Fachhochschule, also fast alle? Haben Sie das gelesen, was an ganz groß? Bitte? Jawohl, ja. Ein wohlgenährter Kollege sagt das, was der Honoré de Balzac auch gesagt hat. Essen ist das Zweitwichtigste im Leben. Steht groß an der Wand der Kantine. Er hat genau hingeschaut. Ja, was ist das Erstwichtigste im Leben? Ich würde sagen, das Trinken. Ne? Weil ohne Essen stirbt man irgendwann mal, aber ohne Trinken schneller. Also Trinken ist sicherlich das Erstwichtigste. Und natürlich jetzt zu meinem Thema überleitend, wie wichtig ist das Bloggen? Jeder hat seine persönlichen Rankings, seine persönlichen Vorlieben. Wie schaut es jetzt aus mit dem Bloggen? Das 100 Wichtigste, 200 Wichtigste. Es wird in unserer Zeit alles gemessen, gewogen, berechnet, analysiert. Und Sie alle, die Sie hier sitzen, sonst wären Sie nicht da, bewegen sich im Internet. Ja? Also wir waren uns einig oder wir sind uns einig, dass das Bloggen nicht das Erstwichtigste und auch nicht das Zweitwichtigste und auch nicht das Drittwichtigste ist für uns alle. Und wir wissen es, das wissen wir sicher, dass wir uns im Internet bewegen. Wenn wir uns jetzt die Internetbevölkerung als Gesamtes anschauen, kann man die in vier Gruppen einteilen. Das sind einmal die Leute, die keinen Blog haben, nie einen hatten, keinen wollen, keinen planen. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent sind das? Ich habe keinen Blog, ich habe keinen gehabt, ich will keinen, ich brauche keinen. Was sagt der Peter? 99. Naja, er ist ein bisschen zu pessimistisch, 84%. 84% der Bevölkerung, die sich im Internet bewegt, haben keinen Blog, hatten keinen, brauchen keinen, wollen keinen, planen keinen. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die einmal einen Blog hatten, einen Blog betrieben, aber aus Gründen verschiedenerlei Art damit aufgehört haben, den Blog entfernt haben, die Einträge, das sind 7%. Ja? Also die gesagt haben, eigentlich ist das nichts für mich, ich brauche das nicht, zu aufwendig, zu viel Zeit, kein Feedback, ja, ungefähr das digitale Pendant zu kein Schwein läuft mich an, was soll ich damit? Das sind 7%, also wenn man das zusammenrechnet, 84 und 7% sind das 91% der Internetbevölkerung, die eigentlich auch entweder überhaupt mit dem nichts anfangen können, das nicht brauchen, und 7%, die sich im Bloggen zumindest versucht haben, aber damit aufgehört haben und das, was sie fabriziert haben, an Geistesblitzen entfernt haben aus dem Internet, so das möglich war. Verbleiben zwei weitere Gruppen. Eine Gruppe, die einen Blog unterhalten, aber fast nie befüllen oder selten befüllen. Im Burgenland sagt man dazu, heute einmal, morgen einmal. Ne? Heute einmal, morgen einmal schreibe ich einen Eintrag in meinen Blog. Das sind 5% und nur 3% der Internetbevölkerung ist fasziniert vom Bloggen, betreibt einen oder mehrere Blogs und befüllt die regelmäßig. Also das ist die Statistik, nur 3%. Vielleicht noch zwei lustige Anekdoten zum Einstieg. Sie werden sich fragen, ja, der Dr. Gassner, wie Sie sehen, ich bin also nicht mehr der Jüngste, 60 plus, gehöre also zum Urgestein des Internetclub Burgenlands, der diese Linux-Tage hier in Eisenstadt ins Leben gerufen hat. Was versteht der von WordPress? Wieso ist es ihm ein Anliegen, darüber zu sprechen? Das hat einen sehr prosaischen Grund. Ich habe vor ein paar Jahren den E-Day der Wirtschaftskammer in Wien besucht. Es gibt viel Standeln, viel Vorträge, alles ist gratis und man kann viel gewinnen. Ja?
Ich habe leider keinen Laptop gewonnen und auch kein iPad. Ich habe gewonnen Gutscheine im Betrag von 300 Euro, mit denen ich Seminare, logischerweise nicht beim BFI der Gewerkschaft, sondern beim WIFI der Wirtschaftskammer, besuchen konnte. Also 300 Euro ist Asche, habe mich gefreut, ne? Und habe diese Gutscheine meiner Freundin geschenkt, weil die ist Ärztin, hat eine WordPress-Seite, eine schicke Seite, hat ja die Anna gemacht, habe gesagt, erst, dass du das besser verstehst, schau dir das an, da gibt es einen tollen Kurs in Wien im WIFI, kannst deine Tochter besuchen und so weiter, ein ganzer Tag ist das. Naja, sie ist dann leider krank geworden, auch Ärztinnen müssen manchmal krank werden, sind nicht gefeit vor Krankheiten aller Art. Also ist es wieder an mich gefallen, doch soll ich das jetzt verfallen lassen, 300 Euro. Also ich habe diesen Kurs beim WIFI, besucht und ja, wie ist das abgelaufen? Ein schöner klimatisierter Raum, jeder hat einen PC vor sich mit großem Monitor und da ist ein Trainer vor uns gestanden und der hat uns einen Tag erklärt, also wir haben einen Test-Account bekommen und dann haben wir noch ein Buch geschenkt bekommen, das ich mitgebracht habe, ja, also das war quasi im Package drin. WordPress, ich mache jetzt keine Werbung, ich zeige nur das, was ich gratis sozusagen bekommen habe. Und da steht also alles drin, wie man WordPress aufsetzt, wie man damit umgeht. Das werden wir natürlich nicht schaffen, weil ich muss um 2:45 aufhören. Dann an Literatur zu WordPress herrscht kein Mangel. Ich war im Februar in Indien, dort habe ich ein paar Vorträge gehalten. In Dubai, Zwischenlandung, schaut mal herum, Beginner's Guide to WordPress. Ja, und sie sind ja alle, zumindest einige, die ich kenne, sehr versiert oder sind in IT-Berufen tätig. Es gibt ja immer extra Bücher für Entwickler, so gibt es auch ein eigenes Buch, über 300 Seiten, kostet 30 Euro, ist E-Book um 10 Euro billiger, WordPress für Entwickler, ein Crashkurs von David Remmer. Wer das will, dem kann ich das sagen, was das genauer ist, also die genauen Dinge, die im Buch drin steht, das fängt also an, dass WordPress insofern bedeutsam ist, als jede vierte Seite im Web, ne? Es gibt Milliarden Seiten im Internet und jede vierte beruht auf WordPress und das wächst sozusagen immer weiter, immer mehr Menschen befassen sich damit, also das nur sozusagen zur Statistik. Wer sich das Buch lesen möchte als Entwickler, ist natürlich gut bedient. Und nachdem wir in einer Fachhochschule sind und ich es nicht leugnen kann, dass ich einmal Lehrer war, bin ich in die Bibliothek gegangen, wie ich gekommen bin, nachdem ich meine alte Mutter versorgt habe, und habe gefragt, was habt ihr denn? Habt ihr was bloggen? Wie schaut das aus? Hier in der Fachhochschule, in der Bibliothek, die ist ja auch für die Öffentlichkeit zugänglich, nebenbei seit kurzem. Und da hat mir der freundliche Bibliothekar dann ausgedruckt. Also es gibt jede Menge Bücher über WordPress, umfassendes Handbuch, responsives Design mit WordPress, WordPress-Buch, kompakt, alles Mögliche für Bibliotheken, WordPress. Also jede Menge, ich glaube über 100 Titel hat er mir da ausgedruckt. Also wer sich näher in die Materie vertiefen möchte, ist damit gut bedient. Wie Sie wissen, ist WordPress nicht das einzige CMS. Es gibt sehr viele andere auch. Das letzte, was ich aufgesetzt habe, war für unsere kleine Gemeindebücherei, also ich wohne da 10 Kilometer außerhalb von Eisenstadt, eine Bibliothek mit Drupal. Ja, das ist auch ein Content-Management-System. Und ja, im Grunde genommen haben alle Content-Management-Systeme die gleichen Strukturelemente, nicht? Trennung von Layout und Inhalten etc. Und da gibt es ja auch dann so ein tolles Handbüchlein. Und welches Content-Management-System man wählt, teilweise ist die Sache der individuellen Präferenz, teilweise hängt man von Institutionen ab. Also wenn man eine Bücherei hat, eine öffentliche Bücherei, zahlt man 20 Euro und ist Mitglied im österreichischen Büchereiverband, der hat seinen Sitz hinter dem Volkstheater in Wien und da gibt es dann Gratiskurse, wo man auch in kleinen Gruppen zusammensitzt, sei es in Wien, die haben dort einen Seminarraum oder in diversen Schulen, Handelsakademien, zum Beispiel in Oberpullendorf, da habe ich den Kurs besucht. Das heißt, einen Tag braucht man sozusagen, um
die Grundzüge dieses Systems zu erlernen. Und es gibt also, wie gesagt, Bücher, Broschüren in allen Preisklassen. Ich lese sehr gern die Zeitschrift CD vom Heise Verlag aus Hannover. Die haben auch über das Bloggen eine Broschüre, 8,90 Euro, also sehr günstig, WordPress ausreizen. Also wer das wirklich ausreizen will, hat nicht nur hier in der Bücherei, sondern auch als E-Book kann er sich das downloaden, jede Menge an Informationen. Zwei persönliche Erfahrungen, die ich mit Bloggern bzw. Bloggerinnen gemacht habe. Vor etlichen Jahren, wie die Content-Management-Systeme aufgekommen sind, habe ich mit ihrer Mühe eine Skriptung gemacht für den Internetclub. Das habe ich auch bei den Linux-Tagen, ich weiß gar nicht, ob wir da schon da waren, in der Fachhochschule gemacht. Wirklich extrem viel Zeit aufgewendet für null. Ne? Man kriegt ja nichts bezahlt dafür, weder für den Vortrag noch für das Skriptum. Und dann habe ich mich einmal selbst gegoogelt und siehe da, da steht Dr. Gassner, nicht genügend, nicht genügend, nicht genügend. Habe ich gedacht, fix noch einmal, was ist da passiert, wieso bin ich nicht genügend? Ich habe immerhin mit Auszeichnung maturiert, ich habe ein Doktorat innerhalb der vorgeschriebenen Studiendauer. Und dann ist Folgendes passiert, eine Fachhochschülerin aus Tirol hat meinen Text gestohlen, ist ihren ausgegeben und ist dann bei einer Prüfung durchgefallen. Die haben eine Anti-Plagiat-Software und da ist es dann aufgefallen, dass das eigentlich mein Text ist, den ich gutmütigerweise mit Namensnennung und der Hinweis auf ICP auf unseren Server geladen habe. Also, ja, in Amerika würden wir rausfliegen, dürfte man nicht mehr studieren, da würden wir exmatrikuliert und ist dann keine Uni in den ganzen Vereinigten Staaten mehr willkommen, wie das in Österreich ist, weiß ich nicht. Das Mal war mir wurscht, ich entschuldige, hat sie sich nie, mir ist das auch egal. Ich habe mich dann mühselig hinwenden müssen an diese Fachhochschule, sie sollen das löschen, weil das schaut ja blöd aus. Ne? Die Leute denken, sie hörst, was ist das für ein Kerl, dieser Dr. Gassner, das ist ja absolut nicht genügend, obwohl ich einen tollen Text verfasst habe. Und bitte. Achso, yes, dann nimmst du alles auf. Entschuldige. Das ist also die erste Erfahrung. Die zweite Erfahrung war mit einer jungen Bloggerin, einer Grufti-Dame, die also alles schwarz war, die Lippe und so weiter. Die habe ich unterrichtet an der Handelsakademie Eisenstadt, wo ich Professor war. Und die war nicht gut drauf. Also sie hat irgendeine Party gehabt, war vielleicht noch alkoholisiert oder vom Rest der Alkohol benommen. Na, ich habe freundlich unterrichtet, ich war ein sehr milder Lehrer und sie hat sich dann vor mir Kopfhörer und hat irgendeine Musik gehört. Das war mir dann auch nicht recht, habe ich gesagt, hörst du dir das aus den Ohrwascheln, ich kann mich auch nicht hinsetzen, wenn ich nicht gut drauf bin als Lehrer und sage, ja, jetzt hau ich mir ein Bier ein oder isst ein Leberkassemmel und lies mir die Zeitung, weil ich bin nicht gut drauf. Ne? Okay, sie hat das dann gemacht. Ich habe das, also sie hat keine schlechte, keine Note, da war gar nichts. Ich habe sie, also ich bin nur gesagt, nimm dir das aus, das gehört sie nicht, das soll nicht so sein. Ich kann sie auch nicht machen. Nach 2-3 Jahren lese ich Scheiße, Dr. Gar, das ist alles Scheiße. Ja, wirklich, in der Form, beim Selbstgoogeln. Hat sie, nachdem sie das abgenommen hat, ich kann ja nicht alle 30 Schüler und Schülerinnen gehabt, nicht alle kontrollieren, mich nicht genauso wie nicht weiß, was er jetzt mit hinter seinen Zugschutz macht, hinter seinem Computer, aber die hat dann geblockt auf einer deutschen Blogseite, ich bin schlecht drauf und jetzt scheiße, jetzt verbietet mir dieser Dr. Gassner noch Musik hören, ja, hat man nicht hingeschaut, dass das im Unterricht war. Ne? Ich habe dann ein halbes Jahr gebraucht, bis diese Webseite, dass das sogenannte Schmähkritik entfernt hat. Ne? Da komme ich dazu, dass mein Name mit einem Fäkalwort im Zusammenhang steht, weil der das liest, kennt ja nicht die Zusammenhänge. Der denkt zuerst, das muss ein Sadist sein oder der mag keine Musik, der mag keine Frauen, sofort aufhören. Ja. Der ganze Kontext ist da nicht genannt worden, also es ist nicht alles so toll. Also das vielleicht nur zum Einstieg. Ja, jetzt zu WordPress selbst. WordPress ist, ich habe das bereits gesagt, die Nummer 1 unter dem oder bei den Blog-Systemen. Es gibt etliche andere auch, die
am Markt sind, beziehungsweise entweder käuflich oder frei. Und 25% aller Websites weltweit beruhen auf WordPress. Wenn man sich jetzt anschaut, die Content-Management-Systeme, hat WordPress derzeit einen Marktanteil von 58,7%. Ja, also weit überragend, mit Abstand die Nummer 1. Dann kommt Joomla mit 6,6%, Drupal so um die 5%, Magento, Blogger und Rest, diverse andere. Es gibt ja eine Vielzahl, Gott sei Dank, von Content-Management-Systemen. Also das nur sozusagen zur Darstellung. Es ist eben mit Abstand das am meisten verbreitete CMS. Ja, die Voraussetzungen benötigt PHP ab Version 5.6, das Dateibanksystem MySQL ab Version 5.6, ein Webserver natürlich, und wenn man sich anschaut, also die offizielle Seite, da gibt es Showcase, müsste man für sich die ganze Vielfalt sehen dieses Systems. Da kann man sich anschauen, was man damit alles machen kann. Ja, also da sehen Sie, man kann Tagebücher schreiben, Magazine herausgeben. Es ist also eine Vielfalt von Möglichkeiten da. Ich möchte mich jetzt ein bisschen beschäftigen, also mit dem ursprünglichen Sinn Internet-Tagebuch. Ja. Ich bin ja noch in einer völlig analogen Welt aufgewachsen. Ich bin also 1955, passt alles, und habe also eine Welt erlebt, in der es keine Handys gab, natürlich auch keine Computer, kein Fernsehen, ja, also in meinen Kinderjahren, und kann natürlich analog auch vortragen, also ich schreibe mir alles auch auf, das meiste zumindest, und kann bin nicht angewiesen auf digitale Sachen, obwohl ich zwei iPads habe, iPhone, vier oder fünf Computer. Aber ich kann mich erinnern, als kleiner Bub, da hat es diese Tagebücher gegeben, mein Tagebuch, ne, mit einem lustigen Schlüssel, ne, der bei Dorf wahrscheinlich nichts genützt hätte. Und da haben vor allem Mädchen, meine Schwester, also immer ihre Eindrücke hingeschrieben. Hoppsa, was tut er da? Da geht's. Bitte? Er nimmt das alles auf und stellt das auf YouTube. Warum weiß ich nicht? Aber bitte, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Nur will ich das dann weiter sagen. Peter, wo ist er denn jetzt hingegangen? Ach so, jetzt geht's wieder. Okay. Und da war es so, also man hat es für sich behalten wollen, seine Geistesblitze und seine Eindrücke von den Tagen, die da chronologisch sich abspulen. Heute, im Zeitalter der Selfies, der Selfie-Sticke, stellt man das online. Ja? Und da gibt es also verschiedene Typen von Blogs. Nehmen wir zum Beispiel einen Corporate-Blog. Also das Corporate-Blogging, das finde ich eine Perversion der Blog-Idee. Das ist eine Firma, Navax, ein IT-Systemhaus in der Europlaza in Wien-Meidling, und die schreiben da über, also die sind mit Microsoft verbandelt, verhökern Microsoft-Produkte, und das ist eigentlich meines Erachtens eine, dieses Corporate-Blogging, ne? Sie sehen, wie toll Microsoft ist, die Produkte, ich finde das pervers, dieses Corporate-Blogging, das ist eigentlich nur Werbung, ne? Das ist eigentlich nicht die Idee, das ist Marketing, man stellt irgendwas online, preist Produkte an, die man verhökert, ich finde das widerwärtig, also eine Perversion eigentlich des ursprünglichen Blog-Gedankens, das ist also Corporate-Blogging. Dann, was ich interessant finde, ja, Tagebuch, das ist ein deutscher Designer, Achim sowieso, der analysiert da Trends im Design. Ja, jeder von uns liebt das Schöne, Schicke, und der beschäftigt sich also halt mit Designs, Design-Tagebuch. Okay, das finde ich toll, ein
Designer, der sich mit Designtrends beschäftigt, hat einen Informationswert für Leute, die, wie gesagt, entweder selber Designer sind oder Geschmack und Gefallen haben an schönen Dingen. Okay. Jetzt nehmen wir einen englischen Blog. Suchen wir uns da über Google aus. Und Sie sehen, wie das einen Charles Stoss in den USA. Da haben wir ihn schon. Charlie's Diary. Ne? Erst einmal das Designteil. Charlie's Diary, also Blog of Charles Stoss, der ist Autor. Okay, ich bin auch Autor. Ich schreibe zum Beispiel bei Linux-Zeitschriften mit. Ja? Linux-Welt, also die wird dann quasi in vielen Sprachen übersetzt, sogar in Portugal kann man diese Artikel lesen, auf Portugiesisch kommt aber wenig dazu. Mich interessiert natürlich als Autor Autorensoftware, ne? Papyrus Autor und diverse andere Softwareprodukte, die für Autoren da sind, mit Korrektoren, mit Tools für Stilanalyse. Und das ist für mich jetzt interessant. Der beschreibt da hier in seinem Diary als Autor Autorensoftware. Also das, nur damit Sie sehen, umfangmäßig, was man da damit alles machen kann. Das Blogwesen oder die Blogosphäre, indem Sie bloggen, Blogs online stellen, sind Sie Teil der Blogosphäre. Ne? Sie haben Kontakt oder auch nicht zu anderen Bloggern, Bloggerinnen. Und der Höhepunkt jedes Jahr ist diese Re-Doppelpunkt-Publika-Konferenz in Wien. Die letzte war jetzt vom 2. bis 5. Mai. Und also die 10. Netzkonferenz, und da werden alle großen Trends der vernetzten Welt, der Blogosphäre besprochen, diskutiert, und bei dem letzten Treffen, also bei diesem Jubiläumstreffen jetzt im Mai, Anfang Mai in Berlin, waren 8000 Besucher bzw. Besucherinnen dort, 900 Vortragende, ja, und wenn man dieses parallel laufende Programm zusammenzählt, kommt man auf ca. 500 Stunden Vorträge. Ja, das erreichen wir natürlich nie. Wir haben keine 900 Vorträge da und es läuft nichts parallel, sondern nur in diesem schütterbesetzten Saal. Und wer aber, wie gesagt, wirklich bloggen will, ernsthaft sich damit beschäftigt, für den ist das natürlich das Highlight. Ne? Dort einmal dabei zu sein, sich das zu geben. Diese Republika war schon, wer mal dort von Ihnen vielleicht? Niemand. Ne? Also das ist sozusagen das Highlight der Blogger-Szene. Da hat es jetzt gegeben eine Live-Videoübertragung von Edward Snowden, der natürlich nicht persönlich teilnehmen können, weil das nicht gut bekommen wäre, leider. Dann vom Civic Data Design Lab am MIT in Boston, Massachusetts, waren Leute dort. Und dann gibt es die sogenannten Parade-Blogger oder Alpha-Blogger in Deutschland, die sozusagen der Bloggergemeinde erklären, wie es lang geht. Der bekannteste ist der Sascha Lobo. Ich zeige Ihnen mit den Herrn. Das ist sein Blog. Na nun, irgendwo soll das sein. Ich, ja. Also der schaut so aus. Das ist sein Markenzeichen von dem Sascha. Sehen Sie ihn? Also das ist er, ne? Irokesenfrisur, rot. Der verdient euch gut an der Erklärung von Blogging-Systemen. Nach eigenen Angaben 60 bis 80 gut bezahlte Vorträge pro Jahr. Und ist natürlich auch immer dabei bei der Republika. Und bei der jetzigen, bei der 10-jährigen, war er recht enttäuscht, weil ursprünglich war die Idee da, Bloggen gegen Öffentlichkeit schaffen, demokratisieren, Pluralität herstellen, aber irgendwo ist das Gegenteil eingetreten. Wenn Sie sich die sozialen Netzwerke anschauen, da lodert der Hass gegen Flüchtlinge, gegen alle möglichen Minderheiten auf, Netzaktivisten von weit rechts, die da sozusagen in der Blogosphäre ihr Unwesen treiben. Da war also recht enttäuscht und hat gesagt, das, was man sich eigentlich vom Bloggen erwartet hat, ist nicht eingetreten. Der zweite Alpha-Blogger oder Parade-Blogger in Deutschland, der heißt auch Sascha, aber Ballenberg,
suchen uns den einmal, damit Sie das sehen. Der operiert von Taiwan aus und B. Ballenberg. Da unten haben wir es schon. Ja, also so schaut er aus. Sogar ein Wikipedia-Eintrag gibt es. So bekannt ist als Blogger. Der bloggt auf Englisch und auf Deutsch. Das ist er, ja. Ne? Internationaler Mensch. Auch mit chinesischen, das ist der Name auf Chinesisch wahrscheinlich, bloggt also von Taiwan aus und beglückt uns von dort also mit seinen Erkenntnissen über die Blogger-Szene. Dann ja, zu den Alternativen. Das System, also WordPress ist eigentlich äußerst komplex, überladen. Es gibt tausende Plugins, es ist sehr mächtig und es stellt sich natürlich die Frage der Alternativen. Gibt es Alternativen? Welche Alternativen soll man verwenden? Ja? Also wenn Sie jetzt viel fotografieren und eigentlich nur ein Foto online stellen wollen, ein bisschen kommentieren, ja, dann sind Sie mit WordPress nicht so gut drauf. Also ich habe ca. 20 Systeme installiert, um Ihnen das zu zeigen, wie sowas ausschaut. Foto-Essays, da gibt es ein System, das heißt Koken. Ja? Also es ist nicht viel da, kann man Essays schreiben, dann schauen wir mal irgendwo, ja, was da im Winter habe ich Fotos aufgeladen. Also ich habe es nur versuchsweise, damit man, wenn man da Kirchen, da in der Nähe, also jetzt könnte man dazu einen Text, einen kurzen Text schreiben. Also Sie müssen sich jetzt als Blogger entscheiden, was will ich. Wenn Sie jetzt Foto-Websites machen wollen, Fotoblogging betreiben wollen, sind Sie mit WordPress nicht so gut drauf. Dann empfiehlt sich also eher Koken als System. Warum? Da können Sie die Fotos einfach mit Drag and Drop verschicken, in Alben sortieren. Die Medienverwaltung von WordPress ist, um da ein deutsches Wort zu nennen, eher frickelig. Ja. Also da sind Sie mit dem Koken besser bedient. Ja. Dann gibt es die Personen, die lieber lange Texte schreiben, denen lange Texte nichts ausmachen, die lange Texte lieben, zum Beispiel ich. Ne? Ich habe nur Zeitung abonniert, die Zeit aus Hamburg, eine Wochenzeitung. Und im Internet gibt es auch ein Pendant, ja, das heißt Medium. Okay, das ist eine US-Webseite, ein Blogging-System. Da haben Sie also lange Texte. Da werden lange Texte sehr anspruchsvoll dargestellt und das ist eher elitistisch, ja, diese Blogseite. Ja. Da geht es nicht um viele Zugriffe, ja, Quantität, ja, sondern da geht es um die Qualität der Beiträge. Es gibt eine tolle Suchfunktion mit Text, die klappt hervorragend. Die Artikel werden nach Qualität ausgesucht, ja? Also nicht jeder Unsinn wird sozusagen publiziert wie in anderen Systemen, bei WordPress und so weiter, sondern bei Medium.com kommen nur gute Artikel rein. Es gibt auch deutschsprachige Artikel, aber noch nicht so häufig, also wie die englischsprachigen. Ja, dann ein bisschen zum System selbst. WordPress, ja, Sie haben jetzt, weiß nicht wie viel, gibt es unterschiedliche Angaben, tausende Plugins, wo Sie das System sozusagen erweitern können. Das Beste ist natürlich, man schaut, dass man immer aktuell bleibt. Nicht? Es gibt also ein Plugin, das lautet WP, also WordPress Updater Notifier. Man geht da in das Dashboard, also in das Backend für den Admin und installiert eben dieses Plugin, WP Updates Notifier, klickt auf Installieren, dann aktiviert man das Plugin, konfiguriert das, gibt es auch Menüpunkte mit Einstellungen, das ist einmal eines. Dann neben den Plugins, also die Themes, die vorgefertigten Layouts, da gibt es also auch tausende kostenlose, dann wieder kostenpflichtige. Man kann Plugins auch, beziehungsweise Themes auch von anderen Webseiten laden,
Jetzt als Beispiel, also wenn man alles gratis haben möchte, FreeWP Seems In. Okay, also just the best free WordPress Themes. Ja, da kann man sich jetzt das aussuchen, was einem am besten gefällt. Sie sehen also, die Auswahl ist doch sehr groß und es geht ungefähr so wie bei den Plugins mit diesen vorgefertigten Layouts, mit diesen Themes. Man kann jetzt sagen, was will ich jetzt, wenn ich was ich heute empfiehlt, ein Theme haben möchte, das auf euren Geräten gleich gut ausschaut, sei es auf einem Smartphone, am Tablet, am PC, dann nimmt man ein responsive Theme, ja, ein responsives Design, und das findet man auch leicht. Also man muss ja nur eingeben, responsive Layout, und danach Find Themes, und man kann sich sozusagen ein responsives aussuchen. Dann natürlich der Sinn des Blogs ist ja auch das Feedback, ja. Nicht nur die Selbstdarstellung, man will ja ein Echo haben, ja, was man aber selten bekommt, weil es gibt ja, wie gesagt, Millionen, Abermillionen von Blogs, und man kann hier die Kommentarfunktion aber auch ausschalten. Also man kann Diskussionen lenken als Eigentümer dieses Blogs, als Admin, und bevor ein Kommentar erscheint, kann man verfügen, einstellen, dass dieser Kommentar manuell genehmigt werden muss. Nicht? Also wenn jemand da das Blog beschimpft, den Admin oder ihn dann Quatsch hinschreibt oder was Kriminelles, irgendwelche Verleumdungen, man kann sich das durchlesen vorher und dann sagen, na, das wird nicht manuell genehmigt, das will ich nicht. Ja? WordPress ist der Support sehr gut. Es gibt eine deutschsprachige Supportgruppe, also man wird mit seinen Fragen nicht allein gelassen. Es gibt eine große Community, die dahinter steht. Nachdem in dieser kurzen Zeit es nicht möglich ist, sozusagen dieses System erklären, es ist kein WordPress-Kurs, wo man lernt, wie man das macht. Das gibt es bei Wifi, wie gesagt, die verlangen ein Geld dafür, man kauft sich eben die Broschüre oder borgt sich die aus. Es gibt ja jede Menge auch hier in der Bücherei, wie ich das einschätze, also dieses WordPress auch mit den Alternativen. Zunächst hat das WordPress ein Problem, wie alle anderen großen Probleme auch, wie zum Beispiel die Office-Programme. Wir wissen alle, Office-Programme, Büro-Software, da gibt es einen riesigen Funktionsumfang. Ja? Aber trotz dieses riesigen Funktionsumfanges ist es so, dass für manche Aufgaben eben die geeigneten Funktionen entweder fehlen oder es gibt Funktionen, die sind so gut versteckt, dass man sie nicht oder kaum findet als Anwender. Und dann gibt es wiederum Funktionen, die sehr umständlich aufgerufen werden müssen. Also nichts ist perfekt. Nehmen wir jetzt das Beispiel Microsoft, ne, Word, Büro-Software. Die haben also begonnen mit den Add-ins. Ja, das ist also, wenn Sie sich Office 2013 anschauen, da sind die Add-ins eingeführt worden, die zunächst also Apps hießen und über den Office Store direkt aus den Programmen sozusagen bestellt werden konnten, aus einem Angebot, das zum Teil auch gratis war. Und diese in Office 2016 sind diese Apps beibehalten worden und heißen Add-ins. Ja. Es gibt einen riesen Fundus daran, zum Beispiel ja, Plagiarismus, ich habe das angesprochen. Ne? Wenn man jetzt wissen will, man schreibt einen Text, gerade für die Uni oder Fachhochschule sehr relevant, kann ich da ein Problem bekommen, habe ich da irgendwas jetzt abgeschrieben, gibt es Textpassagen, die verdächtig sind, ja? Da gibt es ein Add-in, das heißt Ultimate Plagiarism Checker, da kann man schnell nachschlagen und sozusagen auf die Schnelle überprüfen, ob der Text irgendwie verdächtig ist, vor allem wenn man viel zitiert hat. Ja? Und das nicht so sauber darstellt. Also ein Problem, das jede Studentin, auch die Lehrkräfte natürlich kennen, zum Beispiel ein Add-in. Oder das zweite Add-in, fällt mir jetzt ein, Schlagwortwolken. Ja? Was sind die wichtigsten Stichworte? Schöne Schlagwortwolke. Da gibt es auch ein Add-in, also Pro Word Cloud. Ja? Das würde diese Schlagwortwolken produzieren. Das gleiche Problem hat jetzt WordPress. WordPress ist ein mächtiger Alleskönner sozusagen. Mit Erweiterungen, mit Plugins kann man das mächtig ausbauen. Es gibt tolle Layouts. Ja. Aber für ein kleines Reisetagebuch oder
für eine persönliche Webseite ist das WordPress, würde ich sagen, überdimensioniert. Das ist zu mächtig. Ja. Es zahlt sich nicht aus, sozusagen sich, wenn man nur das machen möchte, jetzt sich damit zu beschäftigen. Und was sind jetzt die Alternativen? Wobei ich jetzt also freie Alternativen, die nichts kosten, die Open Source sind, anführen möchte. Da gibt es also ein System, das heißt Anchor, ja, für einen Blog ideal, für eine kleine Webseite ideal, schnell startklar. Was sind jetzt die Vorteile? Also Schlankheit, das hat nur knapp 1,3 Megabit, also ist sehr klein. Dann sehr aufgeräumt, das Backend lässt sich auf jedem Smartphone gut bedienen. Also wenn ich vom Smartphone aus das Blog befüllen möchte, bin ich damit ideal bedient. Es ist, so steht es drin, zumindest für immer zu 100% kostenlos. Man bietet nur um kleine Spenden, das ist aber nicht sehr aufdringlich. Und es gibt auch ein Support-Forum. Also das sind die Argumente, die man abhaken könnte, warum man das jetzt benutzen sollte. Nicht? Und dann über das Backend kann man, wenn man ein bisschen weiter ist sozusagen mit den Kenntnissen, kann man die einzelnen Beiträge, also man kann einfügen auch CSS und JavaScript-Code. Und ja, Zukunftspläne natürlich werden auch dargestellt auf der Webseite. Mehr Plugins, eine vollständige Dokumentation, eine Bildergalerie, damit man sich gleich ein Bild aussuchen kann bei dem Blog-Eintrag. Das sind also zum Beispiel ein kleines System. Es gibt aber jede Menge anderer Schlankalternativen noch. Ne? Zum Beispiel Graph, G-R-A-V, ist gratis. Das ist ein Flat-File-System, ist einfacher als bei Anchor noch. Und also man muss nur einen Ordner auf den Server schicken. Ganz minimalistisch ist Droplets. Das ist ein kleines Blog-System, ist gratis und das kann man in 30 Sekunden installieren. Ja? Das ist kein Scherz, in 30 Sekunden ist das installiert. Nur wird das Projekt an und für sich sehr sinnvoll, offenbar nicht mehr weiterentwickelt. Und dann gibt es noch interessante Alternativen überhaupt zu Content-Management-Systemen. Das sind also statische Webseiten-Generatoren, Jekyll, Hexo, Hugo, ja, um nur drei zu nennen. Die erzeugen Templates mit Inhalten nicht auf dem Webserver, sondern offline auf dem Rechner. Auf dem Server landen dann die erzeugten HTML-Dateien, die schneller laden als dynamische Inhalte, die ein CMS hier aus der Datenbank sich herausfischen muss. Und der Nachteil ist natürlich, einen Admin-Bereich haben diese Tools nicht. Da muss man über die Kommandozeile steuern, wenn man das lieber hat. Dann, ja, also wie gesagt, noch kleinere. Ich habe zum Beispiel, Ihnen das zu zeigen, eins installiert, das heißt Textpattern. Artikel, also ICB ist der Internet Club Burgenland, wir haben einen eigenen Server, schönes Haus. Ja, also ich habe mir nicht viel eingegeben, da sehen Sie, so schaut das aus. Das wäre also für, wenn ich jetzt vielleicht Zeit habe, den Vortrag, den ich heute mache, dass ich da das reingebe, wäre das eigentlich eine ideale Möglichkeit. Wenn Sie jetzt schauen wollen, wie das Backend ausschaut, Text, also Admin gebe ich rein. Ups. Mein Passwort ist allen im Internet bekannt. Im Internet Club, sonst merke ich mir. Ja, Sie sehen, so schaut das aus. Da haben wir jetzt Advanced Options, Custom Fields, Article Image, also Files, Sie sehen, wie schön das ist. Also das wäre sozusagen. Wenn einem WordPress zu aufwendig ist, sich da einzuarbeiten, wäre Textpattern eigentlich ideal, wenn man eben eine kleine, schnörkellose Webseite erstellen möchte, wenn das eher wortlastig ist. Sonst würde ich Koken empfehlen, das ich auch, wie gesagt, aufgesetzt habe. Dann, wenn man jetzt sozusagen WordPress verwenden möchte, da gibt es dann die Frage, wozu brauche ich das, was will ich damit tun? Ja? Internet-Tagebuch, okay. Man schreibt ein Diary, wie dieser Charles da aus den USA oder dieser Designer aus Deutschland. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man jetzt sich sozusagen als Internetjournalist versucht. Ja? Es gibt über 30 ganz, ganz tolle Themes, also Layouts, wo man Online-Magazine machen kann. Ja? Nur, okay, 10 Minuten, ne? Danke, ich habe immer Uhr, da ich sehe das. Ja,
das ist jetzt, es ist immer die Frage, was will ich damit? Ne? WordPress an und für sich ein tolles System, was mir persönlich sehr gut zur Geschichte, also die erste stabile Version ist 2004 erschienen. Seitdem gibt es sozusagen WordPress als stabile, stabile Version. Und was mir persönlich gefällt, weil ich bin ein Liebhaber von Jazz, alle Hauptversionen von WordPress sind nach Jazzmusikern benannt. Also Davis, Mingus, Strayhorn, Duke, Ella, Getz. Die letzte Version, also ist 4.5, erschienen am 12. April 2016 und die heißt Coleman. Ja? Nicht Coleman, sondern Coleman. Ornette Coleman, 1930 bis 2015, war ein amerikanischer Jazz-Saxophonist, also Free Jazz Movement, wenn das was sagt. Der ist also sozusagen der Namensgeber für die letzte Version. Und die zwei grundlegenden Typen sind also Seiten und Beiträge. Seiten, das ist statischer Content, statischer Inhalt, also Impressum, ich stelle mich vor, ja, Datenschutzerklärungen und so weiter, da ändert sich nicht viel. Und die Beiträge, die sind also die eigentlichen Blogartikel. Da gibt es einen integrierten Web-Editor namens TinyMC bei WordPress und ja, da kann man entweder visuell arbeiten mit dem oder wenn man eben HTML beherrscht im HTML-Modus. Ist es also ein What You See is What You Get-Editor. Und dann, wie gesagt, frage ich Sie immer, was will ich damit? Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Internetzeitschrift herausgeben wollen, ja, gibt es 30 tolle Themes, ja, Aktivello, MH News, Desk Light, Teufel Live. Also ich habe da mal ein paar angeschaut. Mir gefällt am besten Just Right. Das ist also totally responsive. Ja. Da können Sie auf jeden Gerät sich sicher sein, dass Sie das gut dargestellt bekommen. Und Sie können dann sozusagen ein Digital-Only-Outlet machen, eine tolle Internet-Zeitschrift, ein Internetmagazin. Dafür eignet sich WordPress. Sie können aber auch, wenn Sie jetzt was verkaufen wollen, ja, irgendwie Ihr tolles Buch, Ihr tolles E-Book, irgendeine tolle Kreation, können Sie WordPress auch dafür verwenden. Da gibt es zum Beispiel WooCommerce, ja, W-O-O, Commerce. Das erweitert WordPress und die Funktionalität eines Online-Shops. Ja. Also Sie können zum Beispiel Ihr digitales Tagebuch führen, ein schickes Internetmagazin gestalten mit WordPress und dieses schicke Internetmagazin gleich verkaufen, auch auf WordPress, indem Sie eben dieses Plugin, also WooCommerce zum Beispiel, installieren, wo Sie die Funktionalität gleich also eines Online-Shops auch haben. Also man kann damit wirklich alles machen. Okay, ich bin fertig. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen amüsiert habe und hoffe, dass niemand am Blogbeitrag geschrieben hat, wie meine betrunkene Schülerin mit schwarzen Lippen damals in der Handelsakademie. Aber das ist auch irgendwie erfahrenswert. Es gibt ja nicht nur positive Dinge, man muss auch mit den Schattenseiten zurechtkommen, die es natürlich auch beim Bloggen gibt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Fragen natürlich. Bitte. Wie man den misst? Okay. Es gibt, wie gesagt, Marktforschungstools, die man da einsetzt und die Daten kommen eigentlich aus den USA von großen Marktforschungsunternehmen, die sich das natürlich anschauen. Zum Beispiel also Drupal. Ja, nehmen wir jetzt nicht WordPress, nehmen wir Drupal. Ich habe da ein Seminar besucht, habe mich eingearbeitet, habe eine Drupal-Webseite gestaltet für eine kleine Gemeindebücherei hier im Umkreis von 10 Kilometern. Und da habe ich gesehen, zum Beispiel in Deutschland hat Hubert Burda, ein großer Medienkonzern, die haben eigentlich dieses Drupal jetzt in der letzten Version 8 hergenommen und haben das ein bisschen umgeändert, ein paar Plugins hinzugefügt und das heißt jetzt Thunder, wie der Donner. Ich habe mir das angeschaut und die haben natürlich das Geld und die Mittel, um Marktanalysen zu machen und die haben gesagt, okay, das ist nicht so verbreitet, das gefällt uns besser, wir nehmen das. Also die Daten über die Verbreitung kommen von Marktforschungsunternehmen hauptsächlich aus den USA, aber auch von Medienkonzernen. Die schauen natürlich, wie schaut es mit der Blogging-Szene aus, die fischen ja dort auch nach Talenten, die meisten Journalisten
sind auch Blogger. Ja, wenn das Profil schaut, der Dr. Reiner, der Herausgeber, ist auch ein Blogger. Das überschneidet sich und die Daten kommen von Medienkonzernen und Marktforschungsunternehmen. Ja. Also wie das genau gemessen wird, das weiß ich auch nicht. Ich habe mir das nicht im Detail angeschaut. Man müsste das im Detail anschauen. Aber ich beschäftige mich damit regelmäßig, weil ich schreibe für die Linux-Welt. Ja, und da sehe ich, dass die Daten, die ich sammle, die ich mir niederschreibe oder online eingebe, dass die im Großen und Ganzen stimmen. Ja, also das WordPress ein Viertel aller Webseiten weltweit, also dass es dahinter steht. Ja. Das ist ein Faktum, das bemerkt man auch als User. Nicht? Wenn man schaut, powered by, sieht man das. Ja, dass WordPress eben doch eine Dominanz hat mit über 50% Marktanteil. Wie das jetzt im Detail gemessen wird, statistische Rankings, weiß ich nicht. Sind mathematische Module und Algorithmen dahinter. Aber ich glaube, es ist nicht zu bestreiten, dass WordPress so verbreitet ist. Wenn man in die Bibliothek runtergeht und es gibt praktisch, ich habe mir das angeschaut vor dem Vortrag, wenn es hauptsächlich nur WordPress-Bücher gibt, also nehme ich an, dass das halt am Nummer 1 ist, nicht? Okay, dann. Danke, Herbert Gassner. Okay. Wir machen 5 Minuten Pause, bis zum nächsten Mal.